Hallo zusammen, wie versprochen habe ich die Antworten auf die Fragen, die bis am 11. Februar reingekommen sind. Und ich würde gerade voraussagen, das sind interessante Fragen. Ich habe die in drei Teile aufgeteilt. Und zwar haben wir SIMA, wir haben Persönliches und noch sonstige Fragen. Und ich würde gerade anfangen mit SIMA, die sind ganz durcheinander. Ich werde nämlich nicht sagen von den Leuten, die geschickt haben, aber... Ja, ich würde die Frage vorlesen und dann kurze Antworten zugeben. Und wir möchten anfangen mit der ersten Frage. Und da geht es darum, um die Anmeldung im SIMA-Kongress. Und zwar ist die Frage, haben die Leute oder Teilnehmer sich nicht müssen anmelden müssen? Doch, sie haben sich müssen anmelden. Aber es läuft nicht ganz einfach, wie wir das in der Schweiz haben oder in Europa. Und zwar haben wir das Problem, dass die Leute sich wohl anmelden können, aber das heisst nicht, dass sie kommen. Anmeldungen haben wir über 700 gehabt, aber wenn die Teilnehmer, die sich anmelden, nicht eine Vorauszahlung machen, können wir auch nicht davon ausgehen, dass sie kommen. Das heisst, dass wir mit den Vorauszahlungen etwa 400 UGRAD-Leute hatten. Mit denen haben wir fix rechnen. Das heisst, wir haben gegen Ende Jahr unsere Zahl müssen auf 500 anpassen, weil das eine realistische Zahl war. Und schlussendlich sind wir eben dann gleich überrascht worden, dass die Leute gekommen sind und unsere 600, unser Anfangsziel eigentlich fast erreicht haben. Von dem her, ja, es wird jedes Mal, nehme ich jetzt mal ein, in Lateinamerika eine Überraschung werden, betreffend Anmeldungen. Die nächste Frage geht darum, um die Visa. Ob Teilnehmer Visa gebraucht haben für Costa Rica. Die meisten nicht. Kurz vor dem Kongress haben wir ein Problem gehabt mit der kostarikanischen und nicaraguischen Regierung. Die haben ihre bilateralen Verträge in dem Sinne nicht mehr aufrechterhalten und Nicaragua mussten dann Visa beantragen. Glücklicherweise ist das ein schneller Prozess gegangen und die haben innerhalb von Woche, ein paar Tagen, eigentlich von einer Woche, haben die Visa gehabt. Und die 80 bis 100 Nicaraguer, die sich angemeldet haben, haben können teilnehmen. Von dem her war das kein Problem gewesen. Die nächste Frage ist, auf was genau haben sich die 600 Teilnehmer sich eingeloggt? Ja, das ist eine gute Frage. Ein SIMA, und da müssen wir vielleicht erklären, was genau ein SIMA ist. Ein SIMA ist nicht einfach ein Kongress, wie jeden anderen auch, wie ein MissionNet, wenn man so vergleichen mit etwas Ähnliches. Es ist eine Mischung zwischen etwas Ähnliches einem Praise Camp und einem MissionNet. Wir versuchen in Zwischenzeit SIMA als neuen Begriff, als neuen Standard zu definieren. Ein SIMA ist eine wochenlange ein Training, wie soll ich das erklären? Ja, ein Training, ein Camp, eine Konferenz, ein Seminar, durch mich alles drin hineinnehmen. Und in dieser Woche hat man einen Lobpreis miteinander. Wir haben Seminare, wir haben Workshops und wir haben Kleingruppen und so weiter und so fort. Wir haben Zeit mit den Rednern, sich zusammen zu hocken und noch mehr zu erfahren. Alles mit dem Fokus auf Mission. Und wenn wir jetzt von Mission reden, ist das nicht nur unbedingt Mission, die auf transkulturelle Einsätze sich fokussiert, sondern das Ziel ist es, die Jugendlichen zu bewegen, aktiv in erster Linie in ihrer Gemeinde tätig zu sein. Das heisst, wir versuchen ihnen Elemente in die Hand zu geben, in dem, wo sie begabt sind. So gibt es das in der Musik, im Tanz, in der Kunst, also im Malen. Oder ist das im Reden oder Evangelisieren oder wie auch immer. Das sind alles Elemente, die man brauchen kann und noch viel mehr. Ja, Kreativität in einem freien Lauf haben, um Gottes Botschaft weiterzugeben. Und dann fängt unsere Umgebung, unserem Heimatdorf an, unserer Gemeinde. Und das ist das erste Ziel. Und wenn natürlich Gott in der Mission, Überseemission ruft, dann wollen wir dem auch nicht im Weg stehen, aber es geht darum, dass sie zuerst einmal ihre eigene Gemeinde aktiv und integriert dürfen sein. Wie genau sie gewusst haben, auf was sie sich einlassen, das kann ich nicht beurteilen.
in Zentralamerika ist Movida als Organisation und der Event SIMA sehr, sehr neu. Das ist jetzt das dritte SIMA gewesen, wenn es mich nicht täuscht. Und von dem her, viele Leute haben nicht wirklich gewusst, was es ist. Die haben das jetzt auch kennenlernen können, aber was man gehört hat, von dem Feedback her, haben sie es sehr, sehr positiv empfangen und erlebt. Und das ist natürlich sehr gut. In Südamerika ist das schon eine andere Geschichte. Dort gibt es Movida und SIMA schon fast für 30 Jahre. Dort am Internationalen reden wir nicht von 600 Leuten, sondern von 2500 Jugendlichen. Nächste Frage, muss ich schauen. Ich glaube, das war's zum Thema Movida SIMA. Zu der persönlichen Frage haben wir hier, ich habe in meinem letzten Beitrag geschrieben, dass ich sehr erschöpft war. Und da ist die Frage, wie würde ich mich in Zukunft oder wie würde ich in Zukunft arbeiten, damit meine Batterien nicht 100% leer werden. Ja, das ist eine gute Frage. SIMA ist, wie gesagt, etwas ganz Spezielles. Also, da konnte ich nicht voraussehen, was kommt. Das war meine erste Erfahrung. Was ich gehört habe, ist, dass es vielmals so zu und her geht. Wir waren sehr überfordert. Nein, nicht überfordert. Wir hatten einfach viel Arbeit und waren vielleicht etwas understaffed, wenn man das so sagen darf. Ich denke, für mich, wenn ich in Brasilien die Arbeit in Zukunft machen möchte, denke ich, ist Teammanagement eine Sache, wo man muss anschauen muss. Und eine bessere Aufteilung von der Arbeit. Ich denke, das ist etwas, wo man ändern könnte. Ja, was haben wir noch? Etwas Ähnliches, wie plane ich meine Regeneration für Geist, Seele und Körper? Und also Geist, Seele ist, denke ich, einmal sicher eine Gemeinschaft mit anderen Leuten, wo mich auf dem guten Weg, im Glaubensweg verteilen, meine Beziehung zu Gott. Das ist sicher etwas Fundamentales in diesem Bereich und da darf ich nicht fehlen dran. Körperlich, ich denke, der freie Tag, wie es in der Bibel steht, ein Tag sollst du ruhen, ist ein wesentlicher Teil. Wie gesagt, zu der anderen Frage gerade vorher, ich denke, die Arbeitsaufteilung ist da ein wichtiger Teil davon und das ganze Teamwork. Und die nächste Frage, was hat mir am meisten Mühe gegeben, erschwert oder überhaupt keinen Spass gemacht? ich denke am Anfang Sprache. Dadurch, dass ich ein Teil von Experimenten war, dass ich einen Einsatzort finden musste, bin ich mit der Organisation und Pastor in Kontakt gewesen. Das heisst, ich musste viel Spanisch reden, gerade von Grund auf, von Anfang an. Und das war sicher schwer gewesen. Ansonsten weiss ich nicht, was mir überhaupt mit Spass gemacht hat. Fällt mir jetzt spontan gerade nicht wirklich ein. Aber ich denke jetzt, wie halt immer, wenn du etwas vorbereitet hast und es hat nicht stattfinden können. Das ist ein bisschen der Downpoint, also das Negative an dem, was ich gemacht habe. Wir haben in Costa Rica über 10 Einsatzorte geplant. Und am Schluss haben wir 6 können durchführen. Das ist, wenn man jetzt zurückschaut, wahrscheinlich der, der mir am wenigsten Spass gemacht hat. Schon darauf hin zu wissen, hey, ich muss gewissen Pastoren kurzfristig anrufen und absagen. Also da schon im Voraus hat mir sicher nicht Spass gemacht, ja. Ja, persönlich noch zu der letzten Frage. Meine Pläne für langfristige Zukunft, Träume, falls welche rum sind. Viele wissen, dass ich plane, im Oktober nach Brasilien zu gehen, für mindestens 2 Jahre. Das Ziel ist dort wirklich mit dem SAM zusammen die ganze Kurzzeit-Einsatzarbeit zu pushen und zu promoten. Das geht im Zusammenhang mit Movida, dadurch, dass sie das auch sehr am Herzen haben,
die Jungen mobilisieren, zu motivieren für die Mission. Und das werden wir weiterhin in Brasilien zu machen. Ich werde dort, das wird ein Teil sein, das andere wird Website Management sein von ProSepDown wie auch von Movida Brasilien. Das wird eine Zusammenarbeit sein zwischen Sam und Movida, aber die ganzen Details sind da noch nicht ausgearbeitet. Aber das wird sicher mal für die nächsten zwei Jahre sein. Wir werden den Sima auf der Hanstu da Lua haben, in Teresina, bei unseren Eltern zuhause, bei meinen Eltern zuhause. Das wird die nächste Herausforderung sein im Januar 2018. Und dann 2019 noch nicht ganz definiert, aber es sieht so aus, dass wir Belém als Option in Betracht ziehen. Weil ich wahrscheinlich auch ein wesentlicher Teil dabei wird sein. Das sind dann mal so die nächsten Ziele bis 2019. 2020, das ist dann so das grosse Jahr für das Jubiläumsjahr für Movida. Da wird in Chile ein riesen Sima stattfinden. Ich würde schon von jetzt an herzlich Einladung ausrichten an euch alle, dort dabei zu sein. Inwiefern ich dort wird involviert sein, weiss ich noch nicht. Das sieht dann ein bisschen, wo wir dann schauen, zusammen mit Movida und Sam. Okay, noch zur letzten Frage. Diverses. Oder sonstiges. Ich hatte hier eine Frage, ob ich Kontakt mit der Finca in deinem Master von Licht in Lateinamerika habe. Ich habe Kontakt dürfen haben mit den Missionaren dort. Ich habe sie dürfen sogar besuchen. Es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut, dass ich dort vorbeigehen konnte, um mal die Arbeit zu sehen. Und ich konnte mir sogar vorstellen, dort den Einsatz planen. Leider hat das nicht geklappt, wegen logistischen Gründen. Aber wer weiß in Zukunft. Zur Zeit, als ich dort war, ist leider keine Schule gelaufen. Also, das heisst, die Finca war ziemlich leer. Es waren nur einige Missionare vor Ort. Aber es war ein schönes Wochenende, das ich dort verbringen durfte und die Arbeit ein bisschen näher kennenzulernen. Und eine andere Frage: Gibt es viele Missionsstationen in Costa Rica? Lokale, nationale gibt es einige, internationale gibt es auch. Also sehr viel. Wir haben eine Allianz von Organisationen, wo wir zusammenarbeiten. Das ist jetzt Movida ist da dabei, OM ist da dabei, YOM ist da dabei und so weiter und so fort. Und noch einige lokale, Wycliffe unter anderem auch dabei. Und also von dem her, all die Bekannten sind sicher da. Latin Link ist ein anderer, der da ist. Ich weiß nicht, wie bekannt in der Schweiz ist. In der Schweiz haben sie auch ein Office. Costa Rica hat einige Organisationen. Nebst den internationalen gibt es auch viele nationale bzw. mehr latinische Organisationen wie zum Beispiel Equipos Internacionales oder jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Irgendeine muslimische Organisation, die unter Muslimen arbeitet, so muss ich sagen. Es hat einige und wir haben mit denen zusammenarbeiten. Sie haben uns unterstützt, wo es gegangen ist. Auch am Sima sind sie präsent gewesen und das war super gewesen. Wir können zurückschauen auf ein gutes Jahr, wo wir mit den Organisationen zusammenarbeiten und Partnerschaften zu gründen. Das waren schon alle Fragen gewesen. Ich weiss nicht, wenn ich das nächste Video mache über Q&As. Fragen und Antworten. Mal schauen. Jetzt fliege ich dann demnächst in die Schweiz. Werde aber dann zuerst gerade nach Kroatien gehen. Das sind so die gerade unmittelbaren Pläne. Ich werde die Gruppe von Kanadier, Argentinier, Deutsche, Schweizer, Österreicher und eventuell Brasilianer und Amerikaner leiten. Das wird sicher ein super Einsatz in Kroatien, in drei verschiedenen Städten. Und danach bin ich für ein paar Monate in der Schweiz. Und ab Oktober soll es dann so richtig Brasilien zugehen. Für das erste Mal Sima dort planen und dann sehen wir weiter.
mit den genauen Details von meinem Arbeitsbereich. Aber wie schon gesagt, es wird hauptsächlich um Kurzzeiteinsätze gehen, die ich dann managen werde. Okay, merci zum Zuschauen. Merci vielmals an alle, die Fragen geschickt haben. Falls jetzt du noch Fragen hättest oder mir nicht hast können schicken, ich werde meine Kontaktinformationen unten rein noch einfügen. Und dann kannst du mir eine E-Mail schreiben. Und ich kann dir das noch per E-Mail oder per WhatsApp beantworten. Merci vielmals für eure Unterstützung, sei jetzt das im Gepäck oder finanziell gewesen. Es hat mir viel bedeutet und ich hoffe, dass ich weiterhin mit euch rechnen darf in meinen zukünftigen Plänen mit Sam und Mobile. Bis ein anderes Mal und tschüss. Oh, yeah,